Hallo, mit diesem Video zeigt euch die Firma Rovi, wie ihr euer Fixoflex Zugarmband selbst kürzen könnt. Dazu braucht ihr als erstes natürlich das Rovi Fixoflex Zugarmband und dazu noch eine spitze und stabile Pinzette. Ihr beginnt damit, den U-Bügel der Oberkante zu entfernen. Durch das Entfernen des U-Bügels ist es euch nun möglich, das Skelett und die Oberkante voneinander zu lösen, indem ihr sie in entgegengesetzte Richtungen verschiebt. Achtet jedoch darauf, dass in einer der beiden Hälften der U-Bügel der Unterkante stecken bleibt. Nun könnt ihr an einer der beiden Hälften die Glieder zum Entfernen abzählen. Ob zwei, drei oder mehr spielt dabei keine Rolle. Als nächstes entfernt ihr den oberen U-Bügel an der gewünschten Stelle. Wichtig dabei ist, darauf zu achten, den richtigen U-Bügel zu entfernen, damit die Hälften beim Zusammenfügen wieder ineinander passen. Nach dem Entfernen der überflüssigen Glieder fügen wir die gekürzten Hälften auf dem bereits vorhandenen unteren U-Bügel zusammen. Drückt die Hälften so eng zusammen, bis der untere U-Bügel einrastet. Im Anschluss können wir den U-Bügel der Oberkante wieder einsetzen. Auch diesen drücken wir fest, bis er einrastet. Und damit ist das gekürzte Rovi Fixoflex-Band fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und eure Kommentare könnt ihr gerne unten reinschreiben, falls ihr noch etwas zum Video hinzuzufügen habt.